Hallo und herzlich willkommen zu ZFF Daily. Heute zeigen wir euch, was die Wölfe des Wolfpacks hier in Zürich so getrieben haben. Wir trafen uns zum Interview mit Esin Issig, die ihren sozialkritisch-türkischen Film Köpek hier am Zürich Filmfestival gezeigt hat. Und wir verraten euch, was der Pressesprecher an seinem 18-stündigen Tag am Festival alles so macht. And by the way, for all of you English-speaking viewers, you can also enjoy this video with English subtitles. Wer übers ZFF berichtet, trifft früher oder später auf ihn. Beat Glur, der Pressesprecher vom Zürich Filmfestival. In aller Ruhe bereitet er sich für seine vielen Aufgaben vor. Wir machen Newsletter für das Publikum einerseits, aber auch für die Presse, wo wir am Abend auswählen für den nächsten Tag, und wir nochmal sagen, was dann alles passiert. Manchmal gibt es Änderungen. Es gibt auch Filmvorführungen speziell für die Presse, die wir ankündigen. Dann haben wir also mit den Filmmakers zum Beispiel heute, das ist so ein Zusammenkommen von Regisseuren, Regisseurinnen aus den kleineren Filmen, also nicht, wo die, die ganz grossen Stars sind. First film again. Thank you for being with us in competition. Diego Ongaro. Das war aber noch nicht alles. Wir betreuen die Stars auch betreuen, so wie die Presse betrifft. Wir bringen die zu den Journalisten, sie können Interviews machen dort. Und damit haben wir auch direkt mit den ganz grossen Stars natürlich auch den Teppich, wo wir sie auch über den Teppich führen. Für ihn ist es wichtig, alle Medien gleichberechtigt zu behandeln. Wir tun nicht unterscheiden zwischen jetzt ganz Wichtigen und ganz Kleinen. Es können sich alle akkreditieren. Es haben im Prinzip alle das Recht anzufragen für bestimmte Interviews. Aber wir tun auslesen und versuchen, dass wir die alle irgendwie befriedigen können. Vielleicht am Ende geben wir den Star einen anderen Titel, geben wir einen anderen Namen, sodass am Schluss wir möglichst breit mit dem Filmfestival sind vertreten waren, in der Schweizer und in der internationalen Presse. Zum Thema geht es eigentlich um Gewalt. Ich habe Figuren, die sind symbolische Figuren, die unter dem sozialpolitischen Lage der Türkei leiden. Also das ist Chancengleichheit, Gewalt an Frauen und auch Homosexualität. So. Bist du auch viel in der Türkei? Also kriegst du diese Probleme auch noch mit? Erster Hand oder durch Familie? Oder wie kriegst du da diese? Also ich bin kein Aktivist in dem Sinn, aber ich bin ein politischer Mensch und ich bin sehr interessiert natürlich auch für die Türkei. So. Was für eine Aussage vielleicht möchtest du machen mit dem Film oder erhoffst du dir vielleicht auch eine Reaktion? Ich hatte kein Ziel, auch im Drehbuch schreiben. Ich möchte dieses Ziel haben. Es geht darum, eigentlich aufmerksam zu machen. Also ich habe, in der Geschichte ist so, es ist so ein Dreieck, Opfer, Täter und Zeugen, dieser Zusammenhang, wie funktioniert das? Zuschauer sollen eigentlich Zeuge sein und sie sollen beobachten, nicht mehr, und mitfühlen. Esin Issig hat übrigens auch an der Zürcher Hochschule der Künste studiert, wie die Produzenten von ZFF Daily, der Highlight Show, die Studenten des Studiengangs Cast Audiovisuelle Medien. Nun geht es weiter mit dem Dokumentarfilm The Wolfpack. Der dreht sich um New Yorker Brüder. The Wolfpack is about a family that their children grew up in New York City, isolated from society. So they had no friends. Their only window to the world was movies. They were homeschooled, and they started to reenact these films, and that became their ways to escape from the world. I write down the lines of the entire film, what each character says. We always say lines from some of our favorite films, and we kind of thought, why don't we do those films, be those characters? Got the fighter. Pulp Fiction has a lot of characters that all of us can play in. Reservoir Dogs is a perfect one. It makes me feel like I'm living, sort of. She started showing us how to use cameras and
just started filming us like in our apartment, and then slowly and surely she then started to do interviews, and then as the years progressed on, it started to become a documentary. Mr. Pink. Mr. White. This outfit is made out of cereal boxes and yoga mats. Sorry. I'm fucking scared right now. Will you please hold me? Ja, Angst müsst ihr jetzt nicht haben, denn bereits morgen um 19 Uhr nehmen wir euch wieder in den Arm. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns jetzt schon über jeden Daumen hoch. Macht's gut, bis morgen. Ciao zusammen.